Hola und Hola und guten Morgen von Mallorca. Wir sind gerade auf dem Weg zum Markt in Sineo und weil das Wetter heute eher so mittel ausschaut, werden wir danach wohl ins Fan fahren, ein riesiges Einkaufszentrum bei Palma. Und auf diesem Kanal nehme ich dich gerne mit auf meine Reisen. Wenn du das erste Mal hier bist, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Und wenn du dir die anderen Videos von diesem Trip anschauen willst, verlinke ich dir die Videos unten in der Beschreibung. Das war's mit dem Markt in Sineo und auch der definitiv ein echter Tipp. Eigentlich noch viel schöner als in Santa Maria. Der Markt in Sineo geht quasi durch den ganzen Ort. Überall in den engen Gassen stehen Stände, zwischendurch immer wieder Musik, alles Mögliche von Kunsthandwerk über Bauernmarkt, über Spezialitäten, Klamotten, alles Mögliche. Und echt wunderhübsch gelegen quer durch Sineo. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Playa del Muro. Obwohl das Wetter eigentlich nicht danach ist, wollen wir zumindest mal kurz die Füße ins Wasser stecken und uns da vielleicht ein kleines Bier gönnen und dann später zurückfahren in Richtung Playa. Da werden wir wahrscheinlich nochmal so stoppen im Fan, in der großen Einkaufsmall, um uns ein bisschen mit Klamotten einzudecken. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Einkaufszentrum Fan, wollen da noch ein bisschen shoppen. Das war scheinbar auch die richtige Entscheidung. Das Regenradar sagt jetzt für die nächsten Stunden mittlerweile sogar ein bisschen Regen voraus. Mal gucken. Aber im Fan sind wir dann eher trocken und unterm Dach. Im Fan werden wir dann ein bisschen shoppen und später dann wieder zurück an die Playa.
So, wir sind mittlerweile wieder an der Playa angekommen und auf dem Weg zum Abendessen. Für uns geht es heute ins Asadito Steakhouse hier an der Playa in der zweiten Reihe, das wir eigentlich jedes Mal besuchen, wenn wir auf Mallorca sind, die mit einer offenen Küche ganz hervorragend mit Fleisch umgehen können. Auch architektonisch sehr reizvoll, riesiges Gebäude mit Atrium und einer großen Außenterrasse mit einem brennenden Brunnen. Fleisch sehr lecker, das ist jetzt heute das Ziel. Und wenn dich ganz allgemein meine Restaurantempfehlungen für die Insel interessieren, dann habe ich ein Video gemacht mit meinen Top 5 Restaurants, zumindest aus diesem Jahr. Das ändert sich ja kontinuierlich. Das Video habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. So, für uns gibt es jetzt Steak und für dich geht es morgen weiter. Wenn dir das Video von heute gefallen hat, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik steht dir die Kommentarspalte jederzeit offen. Und für weitere Videos wie dieses solltest du den Kanal abonnieren. Adios! Gegessen und definitiv absolut empfehlenswert. Rinderkotelett für zwei Personen heißt übrigens, man kriegt ein schlankes Kilo Fleisch an den Tisch geliefert, scharf angebraten, innen noch sehr rosé. Dazu kommt dann aber auch der passende Holzkohlegrill an den Tisch und man kann sich die Stücke fein aufgeschnitten selber zu Ende grillen. Super, super lecker, absolut empfehlenswert.